Der Erfurter Hauptbahnhof wird zum ICE-Drehkreuz im Ost-West- und Nord-Süd-Verkehr. Der Ausbau der Bahninfrastruktur im Knoten Erfurt ist abgeschlossen. Im Dezember 2017 geht die Strecke bis Nürnberg in Betrieb. Im Erfurter Hauptbahnhof werden stündlich getaktet 4 ICE-Züge einfahren. Die Fahrgäste können zwischen den Linien umsteigen. Oder sie reisen weiter in die Region, denn kurz nach Ausfahrt der Schnellzüge starten die Regionalbahnen. Auf den Schnellbahnlinien verkürzen sich die Fahrzeiten erheblich. Leipzig-Frankfurt in gut 3 Stunden 20 Minuten kürzer. Der größte Fortschritt aber Berlin-München in knapp 4 Stunden, 2 Stunden schneller als bisher. Und hier muss ich sagen, das war mit eins der größten Herausforderungen. Und ich bin auch wirklich ganz stolz darauf, dass ich das A mit meinem Team und B natürlich auch in dieser Zeitvorgabe so geschafft habe. Im Jahr 2001 beginnen die Arbeiten am Hauptbahnhof Erfurt. In Abstimmung mit dem Denkmalschutz wird die Eingangshalle umgebaut. Der gleichzeitige Abriss des historischen Inselgebäudes ließ sich nicht umgehen. Bei laufendem Verkehr beginnt die komplette Umgestaltung der Gleise. Die rund 35.000 Reisenden, die täglich den Bahnhof besuchen, erleben 7 Jahre lang den Umbau im Herzen der Landeshauptstadt. Es ist nicht nur der Hauptbahnhof, der gesamte Knoten Erfurt wird rund erneuert. Das Hauptziel ist die Einbindung der Neubaustrecken des Verkehrsprojekts Deutscher Einheit 8, kurz VDE 8. Der Knotenbereich soll mit 100 bis 160 km/h befahren werden. Der Umbau läuft in 3 Bauabschnitten, West, Ost und der Bereich um den Hauptbahnhof. Im Bauabschnitt Ost, nach der Einfädelung des Streckenabschnitts VDE 82 aus Leipzig kommend, stellt die Verbreiterung der Tonbergquerung die erste Herausforderung dar. Mehr als 250.000 Kubikmeter Erde müssen weichen, um ausreichend Platz für die Gleise der Neubaustrecke zu schaffen. Die neue Brückenkonstruktion über den Atzmannsdorfer Weg, der eine neue Straßenverbindung in den Erfurter Osten und das Gewerbegebiet Kalkreise schafft. Eine besondere Rolle nimmt das folgende Kreuzungsbauwerk ein. Mit dem Neubau werden die Gleise der Neubaustrecke über die Regionalstrecken nach Sangerhausen und Nordhausen sowie das neue Verbindungsgleis zwischen dem Hauptbahnhof und dem Güterbahnhof geführt. Das Kreuzungsbauwerk ermöglicht, dass der gesamte Spurplan neu geordnet wird. Neben der Stammstrecke und der neuen ICE-Strecke ist nun Platz für insgesamt 4 Güterzugüberholgleise, sodass der schnellfahrende Personenverkehr parallel rollen kann. Eine weitere Besonderheit in diesem Bereich: zur Fahrzeitoptimierung ist zwischen der Stammstrecke und der Neubaustrecke eine bahnhofsnahe Weichenverbindung installiert worden. Über sie kann der schnellfahrende Personenverkehr mit Tempo 100 zwischen den beiden Strecken wechseln und ermöglicht durch das nahezu gleichzeitige Eintreffen der Züge im Hauptbahnhof ein schnelles Umsteigen zwischen den Linien. Die Eisenbahnbrücke Schmidtstädter Knoten ist verbreitert worden. Dies war notwendig, um den Bahnsteig 9-10 auf das für den Schnellbahnverkehr benötigte Maß verlängern zu können. Im südlichen Bereich der Eisenbahnbrücke sind neue Stahlbetonbalken, Widerlager und eine Stützwand gebaut worden, auf denen der Oberbau ruht. Auch der Güterbahnhof hat eine neue Ausrüstung und Beleuchtung bekommen. 38 Lichtmasten sind vom Hubschrauber abgelassen und in Minutenschnelle montiert worden. Das war insofern eine spannende Geschichte, weil es unheimlich schnell ging. Also diese 18 oder 19 Querfelder sind es insgesamt, waren in ca. 30 Minuten gesetzt. Die neue Beleuchtung, die an den bis zu 80 Meter langen Querfeldern montiert wird, lässt für das Rangierpersonal sichere Wege zu. Die vorherigen Einzelmasten standen oft im Weg. So profitiert auch der Güterverkehr vom Umbau des Knotens Erfurt. Alle neuen Bahnanlagen im Knoten erhalten Schallschutz. Abhängig von den Grenzwerten sind die Lärmschutzwände 2 bis 3 Meter hoch. Um den Schall nahe an der Quelle zu minimieren, sind sie zum Teil an beiden Seiten und zwischen den Gleisen montiert. Bis zu 4 Schutzwände parallel nebeneinander.
Der Verkehr im gesamten Knoten Erfurt wird von einem ESTW, einem elektronischen Stellwerk, gesteuert. 16 herkömmliche Stellwerke sind abgelöst. Die Fahrstraßen werden in der Betriebszentrale in Leipzig per Mausklick gelegt. Wenn die Verbindung oder die Steuerungsebene in Richtung BZ Leipzig ausfällt, hat man immer noch die Möglichkeit, den Knoten Erfurt ortsbedient zu machen, also das heißt vom Bedienplatz im ESTW, und sozusagen die Durchlassfähigkeit zu gewährleisten. Ja. Außerdem ist der gesamte Knoten für das neue europäische Zugsicherungssystem ETCS gerüstet, das ohne Streckensignale funktioniert. Es kommt aber nach wie vor auch die herkömmliche Signaltechnik zum Einsatz. Daher wird erstmals in Deutschland die sogenannte Signaldunkelschaltung angewendet. Sie funktioniert so: Das jeweilige Signal erlischt bei Annäherung eines ETCS-geführten Zuges und verhindert damit für den Triebfahrzeugführer einen möglichen Widerspruch zwischen der ETCS-Führerstandsanzeige und dem örtlich vorhandenen Signalbild. Und es gibt eine weitere Funktion. Die Dunkelschaltung der Signale oder der herkömmlichen Signale steht eigentlich im Zusammenhang mit der ETCS-geführten Neubaustrecke. Und zwar soll diese Dunkelschaltung verhindern, dass nicht ETCS-geführte Züge auf die Neubaustrecke fahren. Ja, also das heißt konventionelle Züge, weil die Neubaustrecke ausschließlich ETCS-geführt ist. Der neue Knoten Erfurt eröffnet auch Perspektiven für die Entwicklung der Stadt Erfurt. Sie bündeln sich im Projekt ICE City, das neue Tor zur Stadt Erfurt. Für den Oberbürgermeister ist eine weitere Vision damit verbunden. Das ist ein Riesenquartier und wir sind davon überzeugt, dass wir da wirklich einen neuen Stadtteil entstehen lassen können, der auch die Modernität dieser Stadt ausdrückt. Erfurt ist ja eine sehr historische Stadt. Wir haben ja den größten alten Altstadtkern einer deutschen Großstadt. Und jetzt in dem Bereich der Stadt wird Moderne entstehen. Und das ist gut so für die Stadt. Ein Modernisierungsschub, der mit dem Umbau des Bahnhofs und des Knotens begonnen hat. Der erfolgreiche Abschluss ist für das Projektteam eine Bestätigung, aber nicht nur. Ein bisschen Wehmut, da es ein Projekt ist, was Spaß gemacht hat, wirklich 10 Jahre lang durchzuziehen. Und mal gucken, was kommt. Ja. Es war wirklich eine spannende Zeit, wo man gerne drin zurückdenkt. Schlaflose Nächte, richtig, die hatte man. Aber man hat sie auch bewältigt bzw. die Probleme gelöst. Und ich könnte mir vorstellen, nochmal so ein Projekt zu machen, wenn es mir das vom Alter her erlaubt. Der Erfurter Hauptbahnhof, 500 Züge am Tag, ICE-Drehkreuz, ein perfektes Mobilitätszentrum. Mit Ausstrahlung weit über den Knoten Erfurt hinaus.